Die meisten Wohnungen in ihrem Haus Nummer 6 sind zerstört. Nur ein paar Meter weiter, drüben, auf der anderen Straßenseite, saßen die bosnischen Serben in ihren Stellungen. Viele Nachbarn sind geflohen oder tot. Nur ein paar Habseligkeiten erinnern noch an sie. Ihre eigenen vier Wände stehen zwar noch, doch nur die Hälfte der 90 Quadratmeter können sie bewohnen. Das sind die drei Räume, die sind im Moment total unbrauchbar. Und das ist die Seite zu den Serben raus. Die sitzen nur 30 Meter von hier entfernt. Die Kriegssammlung als Beweis der jahrelangen Bedrohung, Geschosshülsen und Granatsplitter, alle in der eigenen Wohnung aufgelesen. Unten im Erdgeschoss schließlich zeigen sie uns die Stelle, an der ihrem jüngsten Sohn Frane beim Wasserholen Schüsse in die Beine traf. Er hatte Glück, denn wir hatten gute Doktoren in Sarajevo. Sie haben ihn operiert, 2 Stunden lang an jedem Bein. Er hat Sarajevo 1994 verlassen, mit Stützkorsett und mit Gips. Das war das Letzte, was wir und seine Freunde von ihm gesehen haben. Frane ging nach Deutschland, seine Eltern und ein paar Freunde blieben in ihrem Sarajevo. Zusammen wollen sie bleiben, der Mann aus Montenegro, die Moslemin Saima, der Kroate Vize und auch einige Serben, die in ihrem Haus an der Front ausgehalten haben.